Das ist nun heute die 3D-Version für die Alpha-Hülle, also für die Vereinfachung eines Körpers. Ausgangspunkt ist diesmal ein also verformter Zylinder in dieser Form mit vielen Details, mit vielen Beulen. Und wie ist die Vorgehensweise? Zunächst kann man auf diese Fläche, auf die Außenfläche, eine Liste von Kontrollpunkten legen, die habe ich jetzt hier mal. Und die dienen als Basis für die Berechnungen. Wenn man das Netz feiner macht, wird natürlich die Berechnung auch feiner und die Rechenzeit geht nach oben. Da ist ein Kompromiss möglich, wie weit diese Punkte voneinander wegliegen sollen. Und die können dann irgendwie sinnvoll verteilt auf der Oberfläche des Körpers liegen. Und von hier aus wird jetzt die Hülle berechnet. Und die relevanten Verbindungen sehen wir jetzt einfach mal hier in dieser Form. Das sehen wir jetzt die Farben so gut wie nicht. Da muss ich mal die Farben ein bisschen ändern. Gehe ich mal hier auf Grün. So, das ist also das Netz. Und ich blende jetzt mal die Originalfigur aus. Und der berechnete Körper, der jetzt rauskommt, den sieht man jetzt in diesem Liniennetz auch nicht allzu gut. Da gibt es noch die Möglichkeit, am schnellsten das mit einem Mesh zu machen. Und der Mesh, der sieht jetzt so aus. Das wäre also jetzt die Verformung, die Vereinfachung gegenüber dem Originalkörper. Ich blende mal die Kontrollpunkte aus. Ich blende die Hülle aus und blende den Originalkörper ein. Das sehen wir also jetzt, orange ist der Versuch, das ganze Ding irgendwie in Folie einzuwickeln oder zu vereinfachen. Und wir haben einen Parameter, der Parameter Alpha-Wert, und da ist jetzt die Rechnung ungefähr so. Wenn ich jetzt hier 0 einstelle, dann gibt es überhaupt keine Verformung und ich kann jetzt der Reihe noch hinaufgehen und da gibt es immer Stellen, wo es vernünftig ist, dort schon mal irgendwie mit einer Auffüllung oder Abgleichung anzufangen. Und wenn ich jetzt das hochdrehe, merkt man, wie jetzt immer mehr Flächen irgendwie korrigiert werden. Ist natürlich auch aufgrund der Genauigkeit, sieht man, dass dann hier immer wieder Lücken drin sind. Das kann man sich auch vorstellen, wenn man diesen Körper mit eben einer Folie einwickelt. Am Anfang hat man da auch solche Löcher, wo man reinschauen kann. Und man kann jetzt hier weiter raufgehen. Und wir merken jetzt, wenn wir jetzt hier bei 20 sind, dann ist er schon ganz gut eingewickelt. Und der Endwert, der theoretisch machbar wäre, wäre 100. Und wenn ich 100 habe, dann habe ich die konvexe Hülle. Dann ist der Körper wirklich komplett eingewickelt. Und ich habe ein schönes flaches Gebilde. Die nächste Stufe, die man noch drum setzen könnte, wäre dann den ganzen in eine Kiste backen, also Bounding Box wäre das, oder in eine Kugel. Das wäre die Umkugel, die Kugel mit dem geringsten Radius, wo dieses Teil hineinpasst. Was wir sehen, ist hier drüben die Zeit. Ich habe also Rechenzeiten, um das zu rendern. In diesem Fall sind es 1000 Messpunkte von einer halben Sekunde. Die Zeit, das ist der Wert hier, All-Time, halbe Sekunde. Die Zeit, um den Shape darzustellen, also die Renderzeit, ist 0,2 Sekunden. Und die Zeit, um die Geometrie auszurechnen, mit dem drunterliegenden Algorithmus, liegt jetzt im Bereich von 3 Hundertstel Sekunden. Das ist meiner Meinung nach ganz wenig. Das ist okay. Ist ja auch kein neuer Rechner, den ich hier habe. Und gehen wir nochmal runter auf einen Wert. 20, Alpha-Wert 20. Also hier sehen wir jetzt, haben wir jetzt Gesamtzeit 0,4 Sekunden und auch das andere ist klein. Hier die Anzahl der Flächen, die momentan dort benutzt werden, ist 1300. Und man sieht jetzt auch, man kann da in den Körper mal reinschauen. Und wenn ich das jetzt ändere, merkt man, wie diese Verpackung sich da mehr und mehr da rumwickelt. Und man bekommt dann auch hier oben
das Loch nach und nach geschlossen. Also der Algorithmus, der füllt dann auch Löcher auf. Hier drüben sieht man schon ganz gut. Und das entspricht jetzt in etwa dem Verhalten, wie wenn ich den mit Folie einwickeln würde. Ich habe für mein Beispiel jetzt mal Freiformfläche genommen, weil die am besten geeignet ist, um zufällige Gebilde zu erzeugen. Also das war ja dieser Teil nochmal hier schön verbeult, Beulen nach innen, nach außen. Wir haben gesehen, in beide Richtungen funktioniert er ganz gut.